Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Horoskop der kommenden Woche. Heute schauen wir uns Ihren Verlauf der Woche an. Um auf diesem Kanal in Zukunft nichts zu verpassen, abonnieren Sie gerne kostenlos. Los geht's! Das traute Heim wird ab diesem Montag, dem 5. September, zu einem noch süßeren Konzept, da sich die ästhetisch veranlagte Venus bis zum 29. September in ihrem grundlegenden vierten Haus niederlässt. Lassen Sie sich von den Stichwörtern gemütlich und romantisch leiten, und Sie können nichts falsch machen. Gemütliche Häuslichkeit steht Ihnen gut. Wenn Sie Single sind, stellen Sie sicher, dass jeder, der es auf Ihr Herz abgesehen hat, gerne kocht, entspannt und küsst, zumindest in den nächsten paar Wochen. Sie sind bereits in einer festen Beziehung, leben aber nicht zusammen. Scheuen Sie sich nicht, Gespräche über eine Änderung dieses Status anzustoßen oder sich zumindest darauf einzulassen. Als Zwilling brauchen Sie natürlich kaum einen Partner, um sich zu beschäftigen. Jede der klassischen Heimkünste wird Sie in den kommenden vier Wochen glücklich machen, vom Backen und Basteln bis hin zum Hausbrauen oder der Holzbearbeitung. Wenn Sie nicht ganz so handwerklich begabt sind, schließen Sie sich einer Gruppe oder einem Literatursalon an, oder veranstalten Sie noch vor dem 29. September eine Dinnerpartie. Eine Einschränkung gibt es, wenn Sie aufs Gaspedal treten und auf die Überholspur wechseln. Am Freitag wird Ihr kosmischer Herrscher, der Bote Merkur, in der Waage rückläufig, was Ihren Lauf verlangsamen, verzögern oder einfach nur durcheinander bringen könnte. Am 23. September kehrt er dann für den Rest der Rückläufigkeit, die bis zum 2. Oktober andauert, in die Jungfrau und in ihr häusliches Quartier zurück. Da diese Umkehrungen die Vergangenheit regieren, sollten Sie sich der Möglichkeit bewusst sein, dass ein Ex Ihnen eine SMS schicken könnte. Wenn er Sie in einem besonders sentimentalen Moment erwischt, könnten Sie es sich noch einmal überlegen, ob Sie jemanden aufgegeben haben. Die Frage, die Sie sich in diesem Moment stellen sollten, lautet: Wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Leopard seine Flecken gewechselt hat? Ihre innere Führung ist vielleicht nicht die zuverlässigste, denn der rückläufige Merkur kann ein Betrüger sein. Könnte diese alte Flamme einfach nur ein Test des Universums sein, um zu sehen, ob Sie wirklich gelernt haben, was Sie aus dieser Erfahrung gelernt haben? Verbunden. Widerstehen Sie der Versuchung, in das Drama eines anderen hineingezogen zu werden. Wenn es zu einem Konflikt kommt, weichen Sie ihm nicht aus. Konzentrieren Sie sich auf das Ergebnis, das Sie sich wünschen, und führen Sie dann die notwendigen Gespräche, um es herbeizuführen. Der Fischvollmond am Samstag, der einzige in diesem Jahr, ist besonders kraftvoll für Sie, denn er landet triumphal in Ihrem 10. Haus für berufliche Ambitionen und Erfolg. Vollmonde bringen Dinge zum Abschluss oder signalisieren einen wichtigen Wendepunkt, und dieser jährliche Mondaufzug kann einem beruflichen Ziel, auf das Sie seit 6 Monaten hingearbeitet haben, die Kirsche auf die Krone setzen. Es könnte sein, dass sich die Dinge endlich glänzend entwickeln, oder dass Ihnen eine glänzende neue Gelegenheit in den Schoß fällt. Und wenn nicht? Für Edelsteine, die beruflich auf der Stelle treten, könnte dieser Vollmond den Weg zu einer ganz neuen Richtung weisen oder zumindest zu einem Coach, der Ihnen helfen kann, Ihren wahren Norden zu finden. Nun noch einige nützliche Tipps für das kommende Wochenende. Überlegen Sie sich unter der Woche genau, was Sie am Wochenende vorhaben. Notieren Sie sich alles, damit Sie Ihren Wochenendplan schon lange im Voraus kennen. Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie nicht hier und da ein wenig Spontaneität zulassen können, aber im Großen und Ganzen sollten Sie wissen, was Sie an Ihrem Wochenende machen wollen. Wenn Sie keine Pläne haben, werden Sie am Ende oft nichts tun. Wenn Sie in eine Routine verfallen, kann das oft zu Langeweile führen. Warum nutzen Sie also nicht Ihr Wochenende, um eine neue Herausforderung auszuprobieren, die gleichzeitig Ihre Fitness verbessert? Gehen Sie nach draußen. Zugegeben, das Wetter ist nicht immer auf unserer Seite, aber wenn Sie auf alles vorbereitet sind, was die Elemente mit sich bringen könnten,
dann sollten Sie sich nicht zu sehr darum sorgen, an die frische Luft zu gehen. Gehen Sie einfach an die frische Luft und machen Sie einen Spaziergang, laufen Sie, wandern Sie, fahren Sie Rad oder was Ihnen sonst noch so einfällt. Es ist erstaunlich, wie ein bisschen Bewegung und frische Luft Ihnen neue Energie geben, und wenn Sie diese Erfahrung mit anderen teilen, ist das ein zusätzlicher Bonus. Vermeiden Sie es, zu viel Alkohol zu trinken. Es lässt sich nicht leugnen, dass die meisten gerne etwas trinken, und am Freitagabend ist die Versuchung oft groß, ein paar zu viel zu trinken. Am nächsten Tag werden Sie sich jedoch wahrscheinlich etwas unwohl fühlen und den größten Teil des Tages im Bett verbringen oder den Kater pflegen, und so wird der Tag vergehen, ohne dass Sie etwas getan haben. Wir raten Ihnen daher, es beim Trinken ruhig angehen zu lassen. Ein wenig Alkohol kann Ihnen helfen, sich am Wochenende zu entspannen, aber lassen Sie nicht zu, dass er Ihre freie Zeit beherrscht. Gönnen Sie sich etwas Zeit für sich selbst. Es kann viel Spaß machen, sich zu hetzen und die Zeit mit allen möglichen Aktivitäten zu füllen, aber es ist auch anstrengend. Vielleicht haben Sie sogar das Gefühl, dass Sie es übertrieben haben, und wenn Sie ständig von Aktivitäten und Menschen umgeben sind, kann das sowohl geistig als auch körperlich anstrengend sein. Versuchen Sie also, sich etwas Zeit für sich selbst zu nehmen, in der Sie sich in ein Buch vertiefen, Musik hören oder einfach nur entspannen können. Gönnen Sie sich etwas Zeit zum Aufholen. Am Wochenende geht es darum, Spaß zu haben, aber es kann auch eine gute Zeit sein, um Dinge nachzuholen, die Sie schon seit einiger Zeit beschäftigt haben. Nutzen Sie Ihr Wochenende, indem Sie einige dieser Aktivitäten einplanen, ob es sich nun um Heimwerkerarbeiten handelt, die Sie aufgeschoben haben, oder um finanzielle Angelegenheiten, die Sie in Ordnung bringen müssen. Wenn Sie sich tatsächlich an die Arbeit machen, werden Sie sich viel besser fühlen, weil Sie das Gefühl haben, am Wochenende etwas erreicht zu haben. Schieben Sie einige Dinge auf. Es gibt einige Dinge, die Sie jederzeit erledigen können, nicht nur am Wochenende. Wenn Sie sich Ihre Zeit in der Woche gut einteilen, zum Beispiel indem Sie in der Mittagspause ein paar kleine Aufgaben erledigen, dann sollte am Wochenende genügend Zeit für die Dinge bleiben, die Sie wirklich erledigen möchten. Wenn Sie jeden Tag oder jede Nacht in der Woche eine kleine Aufgabe erledigen, können Sie verhindern, dass Sie sie während Ihres kostbaren Wochenendes erledigen müssen. Vermeiden Sie Routine. Manchmal gerät unser Leben in einen Trott, und wir tun Woche für Woche die gleichen alten Dinge. Oft liegt das daran, dass wir durch unsere Arbeit in diese Routine gezwungen werden, aber am Wochenende haben Sie Zeit, sie zu durchbrechen. Bringen Sie sich in eine ganz neue Wochenendstimmung, indem Sie etwas anderes ausprobieren, Einladungen annehmen und den Gedanken an das vermeiden, was Sie normalerweise am Samstag oder Sonntag tun. Finden Sie ein neues Hobby. Ein neues Hobby kann Ihnen helfen, einige der anderen hier genannten Tipps zu erfüllen. Wenn Sie einem Verein beitreten, haben Sie wahrscheinlich an den meisten Wochenenden feste Pläne und können neue Freunde treffen, und Ihre Aktivität könnte auch im Freien stattfinden. Es hilft auch, eine langweilige Routine aufzubrechen und gibt Ihnen etwas, auf das Sie sich freuen können. Ihr neues Hobby könnte aber auch etwas sein, das Sie gerne alleine machen, und könnte die Auszeit sein, die Sie an Ihrem Wochenende brauchen. Werden Sie sportlich. Zugegeben, nicht jeder wird in der Lage sein, seine Beine am Sonntagmorgen 90 Minuten lang über ein Fußballfeld zu tragen, aber wenn Sie sich ein wenig körperlich betätigen können, werden Sie sich großartig fühlen und einen guten Nutzen für Ihre Gesundheit haben. Oder Sie gehen nach draußen und sehen sich Sport aus erster Hand an, anstatt ihn im Fernsehen zu verfolgen. Am Wochenende finden die meisten sportlichen Aktivitäten statt, warum gehen Sie also nicht aus dem Haus und sehen sich ein Fußballspiel oder eine andere Sportart an? Vielleicht inspiriert Sie das sogar dazu, selbst mit dem Sport anzufangen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne einen Kommentar. Bis bald.